Willkommen zurück zu Final Fantasy X Part 2. Und ja, nochmal gecheckt, wie das jetzt war mit dem, ich sag mal, Mini-Soundbug in The Sight. Ich habe das bei einem anderen gesehen, da war das nicht so. Da waren die Wellen, das waren nämlich die Wellen-Sounds, etwas länger, also sozusagen drei Töne und nicht nur einen Ton, der loopt. Aber ich habe es auch bei anderen gesehen, dass es loopt. Das scheint so ein Soundbug zu sein, der manche einfach vorkommt, manche nicht. Ist natürlich nicht so schlimm, aber mir ist ja nur wichtig, wenn das jetzt nur bei mir gewesen wäre. Nicht, dass es nachher ein technisches Problem ist, das ich dann beheben müsste. Was das Kratzen der Stimme angeht, was ich manchmal so wahrnehme, dürftet ihr eigentlich nicht so wahrnehmen, weil in der Aufnahme war es gar nicht so. Also es ist wahrscheinlich ein Problem meines Headsets und damit kann ich leben. Das hält sich im Rahmen. Genug von dem Gequatsch, wir machen weiter. Wir könnten jetzt endlich mal Sanderkant machen, ne? Nee, was, ich wollte jetzt die Wüste machen. Stimmt, ich erinnere mich. Machen wir erst die Wüste und dann machen wir Sanderkant. Das ist jetzt so ein bisschen das Ziel. Ich würde aber gerne auch nochmal die anderen Orte besuchen. Insbesondere tatsächlich den Berg Gagasee. Vielleicht machen wir das noch kurz vor den Ruinen. Weil eigentlich müsste Kimari da sein, richtig? Würde irgendwie Sinn machen. Die würde ich auch gerne wiedersehen. Es hieß, glaube ich, dass sich irgendwie die Jungen da kümmert oder sowas, ne? Irgendwas war doch da schon angesprochen worden. Nein, mal gucken. So, Ausgrabungen. Halt in Gippels Schreiben unter die Nase und macht dann bei den Maschine-Ausgrabungen mit. Bicanal Island. This is where the Allbed's beloved home stood until 2 years ago. Most have moved on, but a handful of Allbeds still live here today. They say countless machina lie buried under the desert sands. Leave the trailblazing to me! I don't think that sand dune used to be there. Ohne Karte, na gut, ich folge von Mariko. Ob ihr zu vertrauen richtig ist, weiß ich nicht. Ich bezweifle es ein bisschen, aber hey. Welche Wahl habe ich schon? Nichts Neues, aber komm. Ersten Kämpfe heute. Ich denke mal, wenn ich ein paar Paletten mehr habe, werde ich wahrscheinlich euch einen anderen noch Weißmagier geben. Das könnte natürlich auf Dauer ein bisschen problematisch sein, wenn dieselbe Person die Weißmagie benutzt, auch Schwarzmagie benutzt. Falls ich mal beides zur selben Zeit brauche, ne? Dann würde ich eher Weißmagier nochmal scheren. Too easy. Wahrscheinlich auf Rico mal sehen. Ah, den kennen wir auch noch. Den sollte man blenden, ne? Weil früher zumindest ist es immer so. Dann kannst du doch vielleicht mal heilen. Und einer von euch hat doch auch das Kostüm. Du nämlich nicht, okay. Du kannst trotzdem wieder auf Krieger zurückgehen. Hast du schon lange nicht mehr. Kannst du mal Kraftbruch machen. Und du gehst dann bitte auf deine Diva. Die haben wir gerade gesehen. Ihr seht schon, ich habe die Animation ja schon kürzer gemacht für die Verwandlungen. Das ist besser. Das dauert uns einfach nur unnötig lange. Das können wir uns sparen, denke ich. Warum kommt jetzt noch gefühlt die gesamte? Ach, das Spiel hat vorgesorgt. Wenn ich mich zum ersten Mal in eine Klasse verwandle, die Person noch nie gewesen ist, dann kriegen wir die Animation sowieso. Perfekt. Hätte ich das vorher gewusst, ist gleich eingestellt. Biete mal weiter, das reicht völlig aus. Der trifft uns eh nicht mehr. Dann mach du doch mal dein Festival-Ding, da können wir doch mal sehen. Warum nicht? Don't put off the party for another day. Do it now. Ach, ich kann blenden damit, okay. Gut, der kann sich auch blind machen zur Not. Weiß ich Bescheid.
Oh, aber dieses Blätten macht sogar Schaden. Also wenn es nur um Blätten geht, ist es ja besser. Außer die Chance ist geringer. Du kannst ja auch Schwarzmagie. Ein bisschen. Ich habe wieder auch ewig den Gegner, wenn ich so weitermache. Jetzt sollst du wieder ein paar Kampfklassen ausrüsten. Ah ne, er ist down. Okay, gut. Was eine Truppe. Ja, das rüsten wir trotzdem eben um. Für den nächsten Kampf wäre es wieder besser, wenn es anders wäre. Bleib nur mal weiß morgen, ich möchte noch ein paar Skills freischalten. Du gehst wieder auf Dieb erstmal. Ja. Und du gehst wieder auf Krieger oder Schütze. Ne? Ja, Schütze. Ist ein bisschen interessanter als das Nutzen, was ich am Anfang hatte, finde ich. Und ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe, du weißt, wo du hinläufst. Okay, die machen wir noch. Danach nehme ich die Kämpfe wieder raus. Was hast du denn so dabei? Nein, jetzt habe ich auf... Das ist nicht Schieße jetzt. Ich habe mich gerade Hühner gezielt. Das wäre nicht so gut gewesen. Die kann man sich dann auch geben. Aber ich zeige sie durch die wesentlichen Sachen auch immer noch, ne? This is gonna hurt. What do you think I'm after? Der war nicht gerade reich, aber ist schon auch, ne? Okay, also Übergangsanimationen beim ersten Mal haben wir uns auch gezeigt, denn wir einen Spezieller haben. Das ist gut. Nee, den hätte ich gleich darauf stellen können, dass die dann nur bei Wiederholung kurz sind dann. Sehr gut. Alles klar, kein Thema. Ja, Juna, bleib stehen. Das bin jetzt gerade nicht ich. Okay. Riku, you do know the way, right? Riku, are we in trouble? Mhm. Ich habe mich so ein bisschen davon ab, mit dem Luftschiff einfach hier rüber zu fliegen und den richtigen Punkt zu finden und dann einfach auszusteigen. Anstatt zu Fuß hier rumzuirren. Wahrscheinlich zu viel Logik. Hat dann Kadam Drabanapush. Drabanapush, Ekvedekush und Drana. Danke, ich habe nichts verstanden. Aber wir haben noch Lexikon bekommen. Schön. Eine Speicherung ist auch. Eine verschlossene Truhe, das ist die zweite, die wir sehen. Ich glaube, ich ob der derselbe Schlüssel reinpassen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, dass man vielleicht ein Schlüssel hier ausgraben kann. Das wäre relativ naheliegend, ne?
Ich bin der einzige Hirten auf der Insel. Okay, dann zeig mir, was du hast. Joa, dann brauche ich alles nicht. Und das Flammenjuwel mir sehr helfen werden hier drin. Halten wir am Geld fest. To move the camp to escape a sandstorm. We could have looked forever and never found it. Oh! What? Sounds like there's a big sandstorm coming in. It's probably too big for the airship to handle. I guess we won't be leaving the way we came. Sie ist ein Grund, dass wir es dort schon nicht benutzt haben. Okay. Wir haben jetzt stets auf Achse und die Wüste zu erkunden. Er kann unsere Sprache, warum hat Rico für uns übersetzt, hätte man sparen können. Es finden Erkundungen in Wüste West, Wüste Süd und Wüste Mitte statt. Wüste West ist ein relativ sicheres Gebiet, deshalb haben wir auch hier unser Camp errichtet. Ein Ausgrabungsort für Anfänger, also wie uns. Hier befindet sich auch eine Oase. Es ist relativ sicher dort. Doch da dort zurzeit ein Sandsturm tobt, ist der Abschnitt gesperrt. Über die Oase erzähle ich euch später. Also müssen wir wahrscheinlich sowieso irgendwo hier machen, oder? Wüste Mitte ist zu groß, um Ausgrabungen durchzuführen. Zwar kommt man mit dem Luftmobil dorthin, aber graben ist unmöglich. Wir brauchen ein Fortbewegungsmittel, das wendiger ist als das Luftmobil. Also müssen wir, wenn dann hier, ne? In dem Abschnitt. Wollt ihr Ausgrabungen mitmachen? Ja, deswegen bin ich eigentlich hier. Dann geht zum Nadala und besorgt euch eine Genehmigung. Ich habe, glaube ich, eine, aber wahrscheinlich muss die bei Nadala vorliegen. Wo ist denn Nadala? Nadala ist gerade auf Erkundung. Das ist ja unpraktisch. Sie wird aber bald zurückkommen. Muss ich hier mit Leuten reden, damit was passiert? Mal gucken. In der Wüste liegen tausende von Maschinen aus der Antike verborgen. Die Insel Vikanel ist von einer riesigen Wüste durchzogen. Das wüsste ich alles wohl. Das kann ich nicht erkennen. Hier lief, glaube ich, noch jemand zum Sprechen, ja. Oh, Schande. Das hat mir jetzt auch geholfen. Oh Mann, wo wollt ihr draufgehen? Nee. Ich wollte weitergehen, aber ich weiß schon, dass ich das nicht kann. Hab ich wohl verstanden. Ich will auch mit ihm reden. Also wenn ich nicht gehen darf, dann soll ich auf jeden Fall warten, bis er wieder da ist. Aber er hat mir schon alles erzählt. Ja, die ist ja nicht da. Na, jetzt kommt sie anscheinend. Das wird sie wohl sein. Nämlich ein bisschen an Lina, an die Blitzballspielerin. Erida Kaduns. Okay, ist sie jetzt da, ja? Ja. I'm busy, so make it fast, okay? I've got lots to excavate and no one to do it. Yuni, show her Gipple's letter. Oh, so you're the new guys. That's us. Nice to meet you. I guess the High Summoner's hard up too. Well, don't be expecting any special treatment. Right. Let's get to it then. Here's where we are. And here is where you're headed. Oh, but it's so far. We'll send you out there by hover. Go talk to the pilot about it. Also, so weit weg hat es jetzt nicht erschienen, aber was soll's. Ausgrabung von Komponenten. Grab die Komponenten aus, die Nadala fordert. Ziel, Komponente einsammeln. Ich sehe, ihr habt eine Genehmigung. Na dann kann's ja losgehen. Beginnen wir mit der Wüste West. Dort ist es am sichersten. Ach ja, das dort. Ist mein Freund. Der hat zwar ein freches Mundwerk, aber er ist eine große Hilfe in der Wüste. Hey, ihr Süßen. Dann wollen wir mal.
Archäologie für Anfänger. In der Wüste finden Ausgrabungen statt. Auf der Landkarte werden folgende Infos angezeigt: Items, wichtige Missions-Items und Luftmobil. Es ist gefährlich, sich lange Zeit unter der Sonne aufzuhalten. Falls Sie ein Item ausgegraben haben, sollten Sie innerhalb des unteren rechten eingeblendeten Zeitlimits zum Luftmobil zurückkehren. Wenn man sich zu weit vom Luftmobil entfernt, schlägt Pickett Alarm. In der Wüste sind neben Junas Truppe auch andere unterwegs, die nach Schätzen suchen. Also aufgepasst. Dann wäre es also klug, vielleicht diese ganzen Schätze erstmal zu ignorieren und den gelben zu finden, den wir auch finden sollen, ne? Ist nur die Frage, wo der ist. Die gleichen Gegner. Dann erspare ich euch das jetzt. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht zu weit weg von der, wo wir eigentlich hin sollen, ne? Mich beunruhigt ein bisschen, dass ich noch nichts anderes gesehen habe, außer die anfangsweißen Xe. Ich rate mal das erste hier raus. 2 Goldnadeln, ja gut. Also dafür sind wir echt nicht hier. Wir haben echt nicht viel Zeit. Wenn ich nicht vorher schon weiß, wo das goldene Ding ist, wie soll ich es denn dann finden rechtzeitig? Ach, da oben ist es. Ich versuche jetzt straight dahin zu laufen. Sie sammelt die Sachen automatisch, wenn man drüber läuft. Okay. Ein Albert-Lexikon aber immerhin, das freut mich. Also auch wichtige Items hier. Mehr oder weniger wichtig. Okay, jetzt aber. Wie schaffen wir das noch zurück dann? Ich weiß es nämlich echt nicht. Sieht nämlich nicht so aus. Sonderkomponente S. Zurück zum Luftmobil. Ja, wenn du mich nicht anquatschen würdest, hätte ich es vielleicht auch noch geschafft. Aber jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Oh Mann, das sind nur ein paar Sekunden, die mir jetzt gefehlt haben, ne? Hey, bringt ihnen Wasser. Ich habe noch das Item doch. Okay, we get it. We're really sorry. Never. Turn your back on the desert. Nadala, we're sorry, really. Can you give us one more chance? I don't know. Nadala? All right, I suppose. Give it another shot. Ja, es ist ja ein bisschen Glücksspiel, oder? Ach super, es wird auch noch gelistet hier, Sandkastenbuddler. Ich meine, ich hab's ja gefunden, aber hätte ich am Anfang wissen können, wo das Ding ist? Nein, oder? Ich glaube nicht. Ich versuch's noch einmal. Ist es ein bisschen glücksvoll, ob du am Anfang die richtige Richtung läufst, oder? Okay, jetzt haben wir Glück gehabt, weil das Ding direkt vor uns gespawnt ist. Es ist einfach nur dummes Glück. Minigames in Final Fantasy spielen, ne? Ja. Ich nehme noch ein bisschen was mit jetzt, wo ich kann. Eine Münze. Lass das andere Team. Greifen die uns auch an, ne? Gut, die werden wahrscheinlich nur ihre eigenen Xe aufheben oder so. Nimm noch mal eine Sache mit, das schaffen wir noch. Die beiden Obris kriege ich jetzt einfach mal nicht mehr. Ein Monster. Ah. Okay, man kann also auch im Ausgraben Monster finden. Also leichte Monster, die machen wir kurz zusammen. Den Hund muss man schnell töten, der kann irgendwie recht viel Damage machen. Hab ich eben schon bemerkt, unangenehmerweise. Da hält er mich wieder aus. Viertelschuss. Schön. Neue Skills wird immer noch gelernt. Aber ich muss sogar noch an der richtigen Stelle von dem Mobil stehen. Wow. Okay, ja, Ausgaben beendet. We needed. You're good. What'd you expect? Don't let it go to your head. But you did do a good job. Here, your reward. Yes! Thank you. Okay. Ich denke mal, das ist die gesamte Mission hier. Ich denke mal, die restlichen Ausgaben können wir wieder später machen. Aber das sind wahrscheinlich. Wow. Was für eine Belohnung. Aber ganz ehrlich, ob ich das nochmal machen will. Aber immerhin Palette. Naja. Und Elixier. Aber ganz ehrlich, es ist wirklich, ne, eine Frage des Glücks. Entweder du hast Glück, das Ding spawnt am Anfang neben dir, oder du hast Pech und du läufst in die falsche Richtung, wenn das Ding irgendwo außerhalb spawnt. Was kann das neue Ding so? Ja, macht Stille und Dunkelheit, macht Sinn, schützt aber auch gegen beides. Aber leider nur, wenn man das Kostüm wechselt. Das ist ein bisschen doof. Aber meinetwegen. Gut, dann lass diesen Ort verlassen. Ist in Ordnung. Für den ersten Eindruck.
come back anytime you like. We'll be here. Mal gucken, ob ich mich dazu nochmal herablasse, im Sand zu buddeln. Mal schauen. Da würde ich doch lieber die restliche Folge für Sanakant nutzen. Das haben wir schon ziemlich lange aufgeschoben, nicht wahr? Das machen wir zuerst jetzt. Und dann kann ich immer noch zu Mount Gagaset oder so gehen. Sanakant, willkommen. Immer noch 3 Sterne da. Aber hey, am Anfang waren es 4 Sterne. Hier kriegen wir eine Chance jetzt, oder? Eine Sphäroanpeilung aus dem Inneren der Ruinen. An so einem Ort wird sich wohl ein wichtiger 1000 Jahre alter Sphäro finden. This is where we sat that night, the 7 of us. I've never talked about it. I didn't want to share my memories. I wanted to keep that feeling, this place within me forever. Now look at it. A tourist attraction. Whose idea was that? Jagd nach dem Super-Sphero. In den Ruinen von Sanakant wurde ein Sphero geortet. Finde ihn vor allen anderen Sphero-Huntern. Ziel, finde den Super-Sphero. Ja, ich weiß, ich speichere übermäßig viel, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Kennt mich ja. Sehr geehrte Besucher. Bitte genießen Sie erst einmal den einmaligen Ausblick von den Anhöhen dort. Ich habe keine Wahl. Okay, wir kennen dich aber schon den Ausblick. Oh, Yuna? Dich kennen wir. You've changed so much, I hardly recognize you. Endemilia? Remember me? Ja, den kenne ich noch, das auf jeden Fall. It's good to see you again, Isaru. I'm honored that you remember me. Why are you here? Ah, yes. I've been helping Cid with his work. Don't look at me. I guide people through Zanarkand, once the most sacred of places. People come from all over Spira, Sphere Hunters too. Oh. Ah, oh, what the heck is Pop thinking? I can see this is upsetting you. But this is a place of great historical importance for all of Spira. I know, but still. I never wanted anyone else to stand there. Yuna? Nothing. Forget it. If you say so. Ah, I must be getting to work now. Please, take care, Yuna. Oh, sie denkt jetzt zwar an Tidus, aber ganz ehrlich, diese Haltung ist schon ziemlich egoistisch. Ich meine, tut mir leid, also als ob dieses Fleckchen Land jetzt hier Tidus gehört, weil er da mal gestanden hat und sie da eine schöne Erinnerung dran hat. Nee, Nummerspeicher muss nicht sein. Also er war auf jeden Fall einer von diesen Media, die auf dem Weg waren, und er war derjenige, der mit seinen Brüdern unterwegs war, die wir schon gesehen haben, zumindest einen Bruder. Den Jüngeren noch nicht, der hatte noch einen jüngeren Bruder. Also mal gucken, wie stark die Gegner hier sein werden, ne? Da sind schon Sklaven, oder? Also ist LeBlanc auch hier. Taro, Hana, you ready? What was the clue again? Come on, it's key! All right, let's head out! Yes, sir! Was ist jetzt Vieh? Ich muss das wahrscheinlich merken, ne? Ich hab nicht nur zugehört. Im Dom sollten Monster hausen. Ich gehe da nicht rein. Ich schon. Wo drin tauchen Monster auf? Bereiten sie sich gut vor? Ach, du willst doch wieder Wegelagerei hier betreiben, ne? Hm, du verkaufst immer mit Trilbänder und Schussschleier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt so viele Items, die beides erhöhen. Aber das hier ist konzentrierter und stärker. Ich werde mal nichts kaufen. Nein, ich werde weiterhin nichts kaufen. Das ist immer noch nicht wert. Which way? That way. Yes. Es schaut fies aus. Haben wir jetzt gerade Geld geklaut?
1132. Ja. Das klaut mir jedes Mal einen Kill, wenn ich das Ding anspreche. Das, was? Okay, ich habe das Geräusch gehört, dachte ich mir, das klingt so ein bisschen wie Gil, was gerade verloren wird. Ja, ich will die Kinder hier klarkommen, wenn die Monster rumrennen. Naja. Okay, Eis. Ah, dieses, du musst halt gleichzeitig hier machen, wenn du den Abzug betätigst. Das ist echt ungünstig gelöst. Ich bin kein Fan davon. Ich müsste da eigentlich blenden, ne? Ich müsste ihn blenden und ich müsste Yuna auf eine Heilerin, auf einen Schwarzmagier machen für das Eisding, ne? Der Windsound von Fächer ist auch scheußlich. So, die sterben jetzt, Yuna. Drück mal Feuer, es ging alles immer noch gut. Der ist geblendet, du könntest jetzt dann vielleicht ein bisschen alles schon tot. Oder? Gut, beide tot. Und jetzt, wo wir diesen komischen Blindfächer-Move haben, könnte ich theoretisch bei... Ach, Yuna hat das hier. Ja, stimmt. Bei ihr könnte ich jetzt auf den Diva-Kram verzichten. Ich gebe mir einfach mal auch mal Weißmagier. Da können wir nämlich auch Weißmagier und Schwarzmagier zur selben Zeit zu irgendwelchen Situationen aktivieren. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Gehen wir mal hier lang, wenn wir auch hier lang können. Vielleicht völlig umsonst, vielleicht für einen Schatz. Es war wohl völlig umsonst. Okay, das ist eine große Gruppe. Da wäre wahrscheinlich eine Granate ganz cool, wenn die sind, aber egal. Mach mal beide Blitz auf alle. Das könnte helfen. Helfen. Hilfe. Ja. Aktuell würde ich behaupten, wir kommen den Gegner her, klar. Kann nicht irgendwas Großes noch kommen. Ja, und Behemoths gab es hier damals ja auch, ne? Ich hoffe nicht. Aber wäre gut möglich. Wir haben auch den Behemoth hier gefangen, tatsächlich. Das wäre sogar recht naheliegend. Ich sollte meine Potions benutzen. Ich habe 99 Stück. Artefakte damit kommen. Do you remember me? Ja, er ist der kleine Bruder. Von der Brudertruppe. You're Posse. Oder? You remembered me. This is Hana, and this is Taro. Nice to meet you, Lady Yuna. What are you doing here? There are fiends around. Fiends? Ha! That's right. We're Sphere Hunters. The Kinder Guardians! The Kinder Guardians! The Kinder Guardians! You here on some kind of treasure hunt? So key must be a clue to finding the treasure. That's right! Shh! We paid 15 whole gil for that! Come on, let's go! Kinder Guardians, move out! See you, Lady Yuna. Kinder Guardians. 15 gil for a clue? Sie retten die Welt. Ja, Mr. Slave? Come in, come in. Do you read me?
Oh, hey, I wanted to double check that clue. It's Mon, right? Nah, it's just that I heard some kids saying it was key. Yeah, I figured it was Mon. Over and out. Ich verstehe jetzt den Witz. Key and Mon? Yeah, Monkey, Affe. What? The Gullwings? Keymon? Nein. Monkey! Yeah. We won't let you off so easily this time. I got a good feeling about this one. Me too. Dann zeigst du mal dein Heil-Outfit. Ich bin gespannt. And now for some Riku Brand White Magic Goodness. Ich denke mal nicht, dass wir zurückrennen müssen für den lustigen Affen, der jetzt in die andere Richtung gelaufen ist. Das ist wahrscheinlich nur so ein kleiner Hinweis, dass wir den Affen meinen. Nichts Neues, nicht üblichen Monster. Ein Mega-Phönix. Das ist auch wieder ein mächtiges Item. Wir kriegen teilweise sehr mächtige Items. Was für ein überwältigender Ort, das raubt einen den Atem. Sagt mal, seid ihr zufällig Sphero-Hunter? Nein, wir sind nur Touristen. Eure Lüge sind zu leicht zu schauen. Ich war ein Versuch wert. Hier dieselbe Truppe. Schade, dass die Schützin keine Möglichkeit hat, Meere anzugreifen. Das fehlt mir ein bisschen. Kugelhagel sollte lieber auf alle gehen, anstatt so ein komischer Tastendruckfähigkeitsklasse zu sein. Aber wahrscheinlich gibt es dafür eine andere physische Klasse, die das besser können. Guess I'm in charge of healing, huh? Man kann runter gehen, ich weiß, aber da unten ist nichts, oder? Ich guck trotzdem lieber nochmal nach. Ne, hier ist nichts. Ich hoffe, vor irgendwelchen etwaigen Bossfights, die hier stattfinden können, haben wir noch einen Speicherpunkt, weil die Mana von Yuna ist mittlerweile doch sehr erschöpft. Kein Wunder, wenn man kontinuierlich Zauber benutzt. Ich könnte ja eigentlich theoretisch, hat mir nicht diesen Item, was 40% mehr MP bringt, ja, der Silberreif, ne? Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn sie kontinuierlich Schwarzmagierin ist. Ne? Jetzt bringt mir das gar nichts mehr, aber nächstes Mal. Ich quäle keine Kinder. Aber uns. Na denn. Aber euch mache ich nieder. Das dachte ich mir, Madame. Ein bisschen ballern. Ein bisschen ballern und beten, ne? The American way of life. So what's next? Ich hoffe, ein Speicherpunkt. Das wäre mir am liebsten, genau. Aber hier gab es früher einen tatsächlich, diesen Übergang zum Tempel.
Jetzt sehe ich hier noch keinen. Und die Truhe ist schon wieder offen. Was für ein Affe. Ignis hat es auf Gil abgesehen. Hat er mich jetzt wieder gestohlen? Ja, scheinbar schon. Die Überraschungsschatztruhe für einmal 100 Gil ist bereits ausverkauft. Okay. Ich hatte mir das Tolleres erhofft. Noch eine Truhe, die leer ist. Ich hätte jetzt wirklich gern einen HR-Safe-Punkt hier, ehrlich gesagt. Also das ist, beunruhigt mich ein wenig. Wenn ich jemanden sehe, der ligatauglich aussieht, wird er sofort angesprochen. Also haben sie diese Truhen hier versteckt, wo Leute dann die öffnen können, damit sie sich toll fühlen. Ja, super. Ich überlege gerade ein bisschen, ob ich einen Ether verschwenden sollte oder sowas, aber ich hoffe mal nicht, dass ich das muss. Weil das hier sieht so ein bisschen aus, als ob es gleich in den Kampf geht. Hier sind auch überall versteckte Ton. Also versteckt, in Anführungsstrichen. Die Überraschungstruhe für einmal 50 Geld ist bereits ausverkauft, ja. Ich verzichte gerne auf eure Überraschungstruhen. The clue is monkey, right? Just a coincidence. Das wäre ein verliebtes Äffchen. Scheint verliebt zu sein, ja, an diese Herzchen, ne? Yang ist verliebt. Mango sieht eingeschnappt aus. Mango. Die klauen mir mal Geld. Bitte begeben Sie sich mit dieser Plattform nach unten und dort befindet sich die berühmte Kammer der Asta. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich mit dem Affen irgendwas machen muss oder ob ich runter soll. Er ist verliebt, Ignis will Geld und du bist eingeschnappt. Das sagt mir aber auch jetzt nichts. Ich gehe mal runter. Hier, wenn die Kinder ansprechen sollen noch, ne? Na, egal. Ah, ein Speicherpunkt. Man sagt, dass hier weiter im Innern die Astra die hohe Beschwörenroute. Ja, ja, das wissen wir alles. Aber ihr seid ja die Junior. Hier könnt ihr euren eigenen Erinnerungen schwelgen. Wir gehen nochmal hoch, ich rede mal den Kids und dann gehen wir speichern. Dann würde ich die Folge auch beenden, glaube ich, bevor wir jetzt in irgendwelche Storykämpfe reingeraten. Können wir uns vielleicht nächstes Mal drum kümmern. Wir haben ganz viele Schätze gefunden. Ja, habt ihr die viel bezahlt für die Schätze? Na gut, wenn es euch Spaß macht und ihr das Geld übrig habt, warum nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Nächstes Mal kümmern wir uns dann um den Rest von seiner Kanzlerin. Bye bye, bis dann.